Hallo zusammen, ich bin Anita und in diesem Vlog zeige ich euch meine Stadt. Und ja, das Video ist auf Schweizerdeutsch. Ich habe mal ein Video auf Serbisch gemacht und das ist gut angekommen. Und habe gedacht, ja, ich könnte auch eins auf Schweizerdeutsch machen. Ich wohne in Baden, das ist im Kanton Aargau. Heute ist der 16. Januar übrigens. Es kommt eine Kollegin von Bern und eigentlich zeige ich ihr die Stadt, aber ich filme es halt einfach und kann ich machen einen Vlog daraus. Sie kommt von Bern, also hat sie einen Berner Dialekt und ich glaube, das ist auch noch interessant, wenn ihr das auch noch hört. Bist du bereit für den Vlog? Ja. Hi, Abstand bitte. Ja. Da haben wir den Stadtturm, ist so in der Mitte vom 15. Jahrhundert erbaut worden. Du siehst die Räume da, oder? Ja. Das waren mal Gefängniszellen. Das ist vorgefragt, ob man da rauf kann. Rein zu das ist ja, das war mal ein Pop-Up-Hotel. Also, weißt du, noch im Stil von diesen Gefängniszellen und so. Aber ich weiss halt nicht, ob das noch immer der Fall ist. Ich bin gerade vorher zum Spass. Eben, Laura aus Bern kommt, sie sich so gewisse Ausdrücke braucht, die ich nicht übersetzen kann. Merci. Aua, wäre so ein Wort. Wir laufen jetzt. Wir sehen nichts. Zu der Ruine Stein. Das war mal Schloss Stein. Und zwar zweimal zerstört. Ja, das erste Mal, ich weiß nicht, wann sie gebaut wurde, ist vor dem Jahr 1000. Und schaffst du es, Laura? Ich lüge da sicher rum. Ah, mega schön, warte, ich drehe so. Jetzt haben wir schon mal einen ersten Ausblick. Übrigens siehst du da das Gebäude da vorne. Der Klotz, die Klötze da. Da bin ich in der Schule. Oh. Ja, voll. Jetzt gehen wir da rauf. Also wir sind jetzt hier beim Fluss, das ist Limmat. Oh ja. Fließt hier durch Zürich. Ist aber schöner hier, nein. Das ist das Tränenbrunneli. Man sieht voll nichts. Ich glaube, es ist wegen dem Ersten Weltkrieg. Ah, warte schnell. Etwas, was man über Baden muss wissen. Und zwar sind Thermalbäder von Baden die ältesten bekannten Thermalwasserquellen der Schweiz. Und die Römer haben schon im 1. Jahrhundert nach Christus ihre Bäder aufgebaut und so. Und bald ist für das bekannt. Und es hat auch viele Renovationen momentan, weil es halt irgendwann halt nicht mehr so blieb war und so. Und jetzt wollen sie es halt wieder aufbauen. Aber man kann noch immer an gewissen Stellen hier draussen sich ein bisschen aufwärmen an diesen Quellen. Und jetzt gehen wir dort vorbei. Ich hoffe, dass es zugänglich ist. Man kann hier einfach abhocken und seine Füße da rein tun. Und es ist Thermalwasser. Genau. Und das ist perfekt. Sehr schön.
sind jetzt in einem Park. Jetzt gehen wir noch ein spazieren. Da ist ein Punsch. Also, Laura, hat es dir gefallen? Sehr gut, dann kommen wir gerne mal wieder auf Baden. Vielleicht im Sommer. Ja. Willst du noch irgendetwas sagen? Aua. Gut, merci. Okay, ich bin wieder daheim. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Merci, Laura, dass du extra auf Baden gekommen bist. Merci fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.